Auf der Suche nach Wurfgeschossen im Ersten Weltkrieg. Sollte man eigentlich meinen, ist nicht so schwer, aber... Ich will immer noch kein Brot. Gib mir doch mal ein Brot, du Arsch! Guck mal, ob die Schlange jetzt auch wieder so... Immer ja, mein Hund kann Brot nehmen. Ha! Haha! Hab! Närrischer Narr! Ja, danke. Aber ich will eigentlich A und jetzt lege ich das, zerkrümel ich das Brot und dann kommt die Taube runter und dann haben wir es. Dann hau ich dir eine mit der Schaufel. Richtig. Lass ihn in Ruhe, Hundi. Die will doch nur... Ja, das funktioniert nicht, wenn du da rumbellst. Die kommt immer noch nicht runter. Oh. Ja, was soll ich denn jetzt? Also, ach so, ich gehe einfach weg. Und dann lässt sie mir eine Feder da. Das ist aber lieb. Ja. Ah, guck. Eine Taubenfeder. Ja, zur Not. Gehen tut das alles. Meine geliebte Taube. Ja. Weil die sind ja hohl innen. Darum geht's ja bei Federn. Ja, aber wenn die zu dünn sind, dann ist das auch nicht gut. Ja, das stimmt, aber eine Taubenfeder dürfte gehen. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so... Oh, das hört sich nicht gut an. Nee. Nee, nicht so, ne? Uiuiuiui. Heide Witzka, jetzt ist hier aber Krieg, ey. Ja, dann ab in den Graben, ne? Alter. Hier ist ein Collectible erstmal, zu nebenbei. Ein Grill. Okay. Was stand da? Jetzt ist es schon weg. Ja, hier ist erstmal noch Infos. Die kriegt ihr. Ja, ich gehe gleich auf den Collectible. Erstmal zeige ich euch die Infos, die hier noch zu sehen sind. So, achso, das war vielleicht ein kleinen Tucken zu kurz. So. Der Grill. Ein durchlöcherter Helm konnte mit Kohle und Holz gefüllt und als Grill oder Heizung verwendet werden. Obwohl die Helme aus Metall gefertigt waren, boten sie nur geringen Schutz vor feindlichen Kugeln. Richtig. Ja, das ist so. Ja, da wird grenadiert. Das habe ich mitgekriegt. Und was soll ich jetzt machen? Wow. Kann nicht durchgehen. Ja, doch, jetzt aber. Da ist hinten das weggebrochen. Hast du das gesehen? Das ist nicht so schön. Wow. Das war aber knapp. Ey, diese mehreren Layer sind so cool, ja, oder? Richtig. Oh, jetzt ist sie auch noch verschlammt. Das ist nix. Oh, shit, oh, shit, wow. Eieieiei. Jetzt ist ja aber große Reine machen angesagt, ey. Oh, shit. Geh doch mal weg, lieber. Ja, bin schon dabei. Oh, fuck. Alter. Das ist eine Menge Dynamik. Vielleicht sollten wir hier raus. Nur so als Tipp. Oh, shit. Der Kurbel, Alter. Ich bin dabei. Oh, da war's weg. Boah, ey. Jetzt geht's ja aber echt rund, ey. Okay, das war's wohl. Ja, mit deinem Schwert wirst du richtig viel machen gegen so Bomben, die vom Himmel fallen. Das sind die Algerier, waren das, glaube ich, ne? Mhm. Sieht so aus, ja. L'Algerie. Du brauchst eine Schaufel. Das ist richtig, die habe ich aber nicht. Schaufel ist schlecht schaufeln. Vielleicht da oben ist Holz. Die Kiste da drauf und dann können wir hochklettern? Nein. Okay. Ja, aber wie soll ich denn da rankommen? Mit dem Seil? Ja, boxen wir es einfach. Naja, schneiden will das auch nicht. Oh, doch. Das ist verdammt resistentes Seil. Ja, sehr. Okay, und jetzt? Jetzt. Ah. So halt. Einfach die Mine zerstören und dann geht's genau. Hier nehmen wir wieder so einen Holzscheit. Oh, oh. Alter. Das geht ja noch. Da, ja, aber da hätte ich mir schon in die Hosen geschissen als Soldat. Da, Zettel. Münze, ja, die habe ich auch gesehen. Brief eines tunesischen Soldaten. Ach, Tunesier, ja. Lieber Vater, liebe Familie, mir ist kalt. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig und von Schnee bedeckt. Der Boden ist so festgefroren, dass er härter als Stein ist. Wir können nicht graben. Die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, dass uns im Dorf... Bei uns im Dorf steht alles zum Besten und du erhältst noch die Hälfte meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so ist. Ahmed. Ja, mit Muslimen ausnutzen waren wir damals schon gut, ne? Sagen wir, wie es ist. Na, obwohl wir ja gelernt haben, dass die ganz gut
behandelt ja, die wurden gut bezahlt und gut behandelt, aber freiwillig haben die ja trotzdem nicht gemacht. Nö, es waren halt Kolonien. Ja, eben. Da ist noch so ein komisches goldenes Ding. Ja, das ist ein Rad. Achso. Ich bin dumm. Ja, was mache ich jetzt damit? Achso, hochziehen, runterrollen lassen. Ja. Eigentlich ganz einfach. Der gute alte Rambock, nur irgendwie richtig, besser. Mit Sprengstoff. Ja. Da hat er sich kurz gefreut, der Gute. Dass er immer noch keine Waffe hat. Naja. Bisher kam er ganz gut ohne aus. Das ist richtig, da oben sind Granaten. Wie komme ich an die? Oh, was zum Werfen. Da, nehmen wir das. Haha! Granaten fallen lassen, ist immer ein guter Plan. Ist Granaten? Ja. Ja. Piff. M. Nochmal. Das ist wie bei Worms. Ja, ist richtig, so habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht ein Stück weggehen. Könnte laut werden. Holla, die Waldfee. Das waren aber auch kräftige Explosionen, sag ich mal. Oh, nicht schon wieder so einer. Ja, und du? Warten. Ja. Jetzt laufen. Und warten. Jetzt warten. Ja, ja. Könntet ihr das wegschießen? Das wäre mir ganz recht. Vielleicht brauchst du wieder was zu werfen. Das sieht mir ganz so aus, ja. So ein Mist. Dann holen wir doch nochmal ein Grenädchen, ne? Ist vielleicht nicht das Falscheste. Ich denke auch. Heieiei! Das ist ganz schön stressvoll. Ist es wirklich? Ich sitze hier mit voll verschwitzten Händen. Das ist ganz komisch. So. Granate. Mama, peng! Insta-Kill. Direkt auf den Zünder. Ja. So, schnell. Schießt er da hinten eigentlich auch hin? Ja, tut er. So. Der Holz einfach nur rein. Ja, Feuer in die Heide. So, okay. Ah, oh, noch so einer. Jetzt ist aber auch mal. Lecker. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Das war nix. Nee. Das ist wohl richtig. Ah. Noch eins. Geht doch. Ja, komm, lass gut sein. Im Stock mit. Gegen die Granate werfen. Ja. Haha. Da guckst du mit deinem Scheiß MG, ne? Ja. Wieder ein bisschen Draht aufschnibbeln. Natürlich kommen wieder Bomben von oben. Wäre ja auch langweilig. Nach oben gehen die Alarmglocke bimmeln. Ich versuch's. Oh mein Gott. Was hat er denn gesagt? Oh shit. Eieiei. Ei, ei. Das ist Artillerie, ne? Ein bisschen. Pump. Signal. Sehr schön. Okay. Ja. Dahin zur Kanone, okay. Mache ich gleich. Hm. Punkt. Warum? Ah, ja, guter Punkt. Den vergesse ich immer. Geh ich zu. Der steht da ja auch immer so ganz brav. Ja, das ist ja auch lieber. Und sagt nix. Oh. Das für so einen Hund nicht furchtbarer Stress ist, auch vor allem wegen dem Lärm. Naja, mit Sicherheit. Das war ziemlich eindeutig. Bringen wir das, was wir da brauchen. Bitte? Bringen wir das, was wir hier richtig brauchen da. Ach, das Metall, das kann das ab. Ja. Metall ist ja unsterblich, das wissen wir ja. Adamantium. Richtig. Ja, und wie kriege ich das jetzt da hoch? Ach so, muss es gar nicht. Mit so einem Greifer. Da muss ich ja das Ding ranmachen. Und was mache ich mit dem Greifer? Sowas. Erstmal nix, weil da fehlt irgendwas. Ziehen wir mal an dem Hebel. Alles klar. Was ist denn an dem... Genau. Ja, ja, da muss jetzt das Ding hingeschoben werden. Oh, da oben drauf rumlaufen würde ich aber auch nicht unbedingt. Da gebe ich ja zu. Da ist ein Collectible bestimmt. Ah ja, der Hund kann schon buddeln. Nur zu buddeln. Bin schon dabei. Hör auf, da ist Granate. Ah. Ein Schlüssel. Das war nicht mal ein Collectible. Das ist aber eins.
Das ist keine Granate, oder? Doch. Weiß ich nicht. Sieht eher aus wie so ein Metall einer Zylinder. Du kannst ja nochmal gegendongen. Hm. Ich würd's lassen. Passiert nichts, siehst du? Ja. Dein Glück. Da waren sie mal gnädig. Ja, komm, schieb an die Kirre. Karre, meine ich. Schieb, 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 schieb. Jetzt muss der Kran erst wieder hoch. Ja, und die geht einmal besser runter. Ach, das geht einzeln. Na gut. Und jetzt muss das darüber. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... Du lädst jetzt die Kanone. Ach so. Stimmt. Da hast du wohl recht. Bank aufschließen. Schrank aufschließen. Was schließen? Den Schrank unten aufschließen. Den Spind. Ja. Bin dabei. Da ist das fehlende Rädchen, was ich brauche, alles klar. Warum auch immer die das in den Schrank sperren. Damit der Feind das nicht bekommt. Rein damit. Willst du mal ans Telefon gehen? Na gut. Ich mach mal. Wir sollen die Windmühle abknallen, alles klar. Ne, rechts von der Windmühle, nördlich von den Bäumen. Rechts von der Windmühle, ne, links von der Windmühle, ne, rechts von der Windmühle, nördlich von den Bäumen. Wo ist denn die Windmühle? Okay, ja, in die Richtung war sie nicht. Da sind aber die drei Bäume. Also nördlich hiervon. Da ist die Windmühle. Ja. Und da also irgendwo in der Mitte, wa? Ja, hier. Ja. Jo! Nils gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet. Sehr cool! Die kleinen Siege sind auch schon was wert. Jo. Die beiden Bros. Jo. Als die Militäroberen von dem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss das ist ja man, schön. Die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Nicht, dass uns das was bringt, aber trotzdem. Gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl ja, Karl geht's besser. Und konnte schon wieder laufen. Er hat auch noch beide Beine, so wie es aussieht. Auch wenn man das zweite jetzt gerade nicht sieht, aber. Sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutig. Ja, die Schlacht von Verdun hat ein bisschen gedauert. Unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. 10 Monate lang. Tag Na. Und Nacht. Sehr ausrechnen, wie viel es waren. Green Day Fan? Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Ach du Scheiße. Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Was zu zurückerobern ist ja auch immer noch schwieriger als zu verteidigen. Ja. Wer seid ihr? Nee, wir gehen da hin und hauen ihn auf die Fresse. Das ist dann wirklich geil. Okay. Du gehst da hin und machst diesen Pilzer weg, okay? Okay. Oui, oui. Habe ich noch so ein Stück Käse mit? Ne, okay. Nichts mit Käse. Ich bin aber Franzose. Ich kann ohne Käse nicht überleben. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Das wird jetzt gerade wieder ein bisschen actionreicher hier. Ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ja. Ich denke mal, da werden noch einige Szenen kommen, die dann noch schwieriger werden für mich. wenn ich jetzt richtig im Kopf bin... Und das bin ich ja selten, aber wünsche ich euch schon mal ein schönes neues Jahr. Ja! Ich glaube, das dürfte richtig sein. Wenn ich dann nicht. Guck das Video am 1. Ja, dann nochmal. Genau. Das ist okay für uns. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So.